Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Avia TV. Im Sommer hatten wir unterschiedliche Aufgaben zu lösen, der Gerd und ich. Aber jetzt, vor dem Winter, da werden wir uns wieder austauschen. In erster Linie geht es um Reminiszenzen, Rückblicke und Ausblicke, was wird sein. Also Gerd, in alter Frische, wir sind wieder am Ball. So sieht's aus. Waren wir jemals weg? Nur im Sommer waren wir etwas auseinander. Wenn es mehr Aufgaben zu erledigen gibt, dann teilt man sich und schon kann man mehr erledigen. Ich wollte ein Handtuch mitbringen für den Schweiß. Ja. Ja, noch geht's. Geht's, okay. Also der Sommer. Was ist nachhaltig im Gedächtnis geblieben? Was hat sich nachhaltig verändert? Gerd, der Modus der Qualifikation. Definitiv. Also das ist das, was im Sommer getestet wurde. Du hast ja das in deiner charmanten Art immer gleich durchgewunken. Aber jetzt ist es auch offiziell durch die Gremien bestätigt worden, dass also keine fix Vorqualifizierten mehr im Feld dabei sind, sondern dass sich jeder der Qualifikation stellen muss. Und das könnte durchaus interessant werden. Vor allen Dingen bei schwierigen Verhältnissen kann es auch vielleicht den einen oder anderen, der sonst gesetzt wäre, erwischen, aber normalerweise sollten die unter den Top 10 sind, auch immer in der Lage sein, sich zu qualifizieren. Gerd, was mich gewundert hat, es gab kaum Proteste, auch von den Japanern war nichts zu hören. Ich meine, Noyaki Kasai wird das nicht so unbedingt gefallen haben, diese Regeländerung, aber dennoch, die Trainer haben das hingenommen. Klar, also auch die Athleten haben es so hingenommen, weil ich halte es als eine sinnvolle Regel, weil es wertet die Qualifikation auf, wird ja auch ab und zu oder meistens am Freitagabend die Qualifikation übertragen. Und man sollte vielleicht auch mal eine Lanze für den Nori brechen, denn ich habe das auch im letzten Jahr beobachtet. Er hat ja dann schon eher die ersten beiden Sprünge ausgelassen und ist zur Qualifikation angetreten. Also hat sich dort auch gezeigt, wo es natürlich eben um die Fans geht, um die Zuschauer geht. Und von dem her ist es ja nur für ihn auch ein anderer Modus. Wenn er nur einen Sprung machen möchte, dann macht er eben den Quali-Sprung. Ja, so, das ist das eine. Was ist noch hängen geblieben in der Diskussion? In der Öffentlichkeit vielleicht nicht, aber wir, die mit den Trainern und mit den Offiziellen intern reden, da gibt es die eine oder andere Meinung, um die Sommer-Grand Prix aufzuwerten, könnte man nicht eine bestimmte Punktzahl, vielleicht 20 oder was weiß ich, mitnehmen in den Winter, in den Weltcup? Die Frage ist ja nicht neu. Also das diskutiert man ja schon seit einigen Jahren. Soll man Sommer-Grand Prix überhaupt heißen? Soll er so heißen oder eben Sommer-Weltcup? Das möchte man nicht vermischen. Ich habe meine eigene Meinung dazu. Entschuldigung. Ich würde es nicht vermischen. Ich würde es so lassen, wie es ist. Denn was würde sich ändern, wenn es 20 oder 30, 40 Punkte gäbe? Die Top-Leute würden sowieso nicht überall hinfahren, weil sie sagen, wir konzentrieren uns auf den Winter. Und die Punkte, die 20, 30 Punkte, die hole ich sowieso wieder raus, wenn ich gut in Form bin. Wir haben ja, was viele nicht wissen, auch über den Sommer eine Periode, wo man Punkte erspringen kann, auch über den Conti-Cup Startplätze erspringen kann und so weiter. Das sind ja die Sachen, die für die Athleten oder die Teams im Hinterkopf sind. Wenn man den Modus aufweichen würde und sagen, Weltcup ist es, dann müsste man auch die ganzen Regeln vom Weltcup anwenden, mit Tagegeld, mit Reisekosten, mit verschiedenen anderen Kosten und so weiter. Und das würde es natürlich den Veranstaltern noch schwieriger machen, im Sommer diese Veranstaltung überhaupt zu finanzieren. Jetzt weiß ich, was mir im Sommer gefehlt hat, das Streiten mit dir. Ich erlaube mir mal jetzt ein kleines Gegenargument zu bringen und das betrifft die Polen. Die Polen, die wahrscheinlich auch in diesem Winter, im kommenden Winter, sehr stark springen werden, die im letzten Winter auch nicht so ganz schwach waren. Und die würden natürlich, ist ja nicht mein Vorschlag, ist ja nur der, den ich gehört habe, wenn der greifen würde, die würden profitieren. Ja, auf der anderen Seite ist ja nicht so, dass keiner irgendwo hingefahren ist. Ich meine, die Norweger waren auch zum Beispiel in Tschaikowski mit der vollen Mannschaft. Also das wird man immer so ein bisschen abhängig machen, wie es die jeweiligen Trainer setzen. Klar würden sie profitieren, nur die Polen haben 7 Startplätze, mehr als 7 Startplätze gibt es nicht. Und von dem her würde sich ja da auch nichts groß verändern. Sie werden mit der nationalen Gruppe jetzt in Wisła springen. Also von dem her, was hat man davon? Nur Gerd, der Fakt ist ja nicht aus der Welt zu schaffen. Der Sommer-Grand Prix, der Anfang, die ersten 2, 3 springen, top. Und die letzten auch top. In der Mitte ist ein bisschen untergegangen, wie immer.
Leider ist es so. Aber man kann ja auch, selbst wenn man es als Weltcup bezeichnet, niemanden zum Start zwingen. Auf der anderen Seite ist es ja auch nur meine private Meinung. Und wenn man dort wirklich ansetzt und das anders vorhat, wird man darüber einen Antrag einbringen und darüber dann entscheiden. Und dann werden wir sehen, ob das sich in die Richtung entwickelt. Meine Diskussion, meine Frage ging ja nur in die Richtung, wie kann man den Sommer aufwerten? Und es gibt vielleicht auch noch, sag mal, eine finanzielle Anreicherung, die vielleicht locken würde, die Topstars sicher auch nicht, ja, die verdienen. Kommt drauf an, wie hoch die ist. wenn man den Sommer Grand Prix höher dotiert als den Winterweltcup, könnten doch der ein oder andere den Sponsor, sich noch dazu, den, was den, dazu verdienen. Den Sponsor müssen wir erstmal noch zeigen, der das macht. Ja, aber das ist ja am Ende dann das Thema. Auch die Preisgelder werden ja von den Veranstaltern bezahlt. Und ja, es ist dann eben auch mehr Kosten, kommen dann auf die jeweiligen Veranstalter hinzu. Weniger ist manchmal mehr, also aufstocken auf keinen Fall. Und jetzt schlagen wir schon den Bogen zum Winter. Es ist ganz schön deftig, was auf die Jungs zukommt. Das ist richtig. Also wenn man denkt, dass nichts mehr reinpasst an Wettkämpfen, dann nimmt man das Wochenende noch mal weiter vor, obwohl es jetzt auch nicht ganz neu ist. Ich meine mich zu erinnern, dass wir in Klingenthal auch mal angefangen haben, um den 17. November, 18. November. Also von dem her nicht. Allerdings sind natürlich die Reisen, gerade mit den Olympischen Spielen, voll gepackt. Dann haben wir eine Skiflug-Weltmeisterschaft. Also wenn wir es mal durchgehen, den Ausblick, jetzt den Auftakt, da kommen natürlich auch zwei Schanzen mit Ruka gleich am zweiten Wochenende, wo es etwas mehr Wind haben kann. Hoffentlich ist er nicht da. Dann mit Nischni Tagil, man hat ein Windnetz. Allerdings kann es da auch ganz schön mal ums Eck pfeifen, wie man so im Skispringer-Jargon sagt. Und da kommen schon mal ein paar Blöcke. Dann kommt die Tournee, dann kommt Skifliegen Kulm, dann Skiflug WM. Also Hintereinander. Ja, und dann also gerade. Dann kommt die Nordland-Tour. Ne? Ja, die kommt erst nach Olympia. Dann kommt gut, erst mal Zakopane-Willingen. Deshalb wird es nicht leichter. Nein, aber deshalb, das sehen Sie schon oder seht ihr schon, dass der Weltcup und vor allen Dingen die Saison ganz schön vollgepackt ist. Und nach den Olympischen Spielen dann, du hast es angesprochen, nochmal diese Raw-Air-Tour. Haben wir letztes Jahr das erste Mal erleben dürfen, was da nochmal auf die Athleten zukommt. Also Respekt, es wird nicht weniger. Ja, liebe Zuschauer, wie gesagt, das ist unsere unmaßgebliche Auffassung, Sommer, Winter, ein leichter Ausblick. In unserem nächsten Beitrag werden wir uns natürlich mit den einzelnen Mannschaften beschäftigen.